Nächsten Station angekommen, rechte Hand am rechten Griff, wie es so schön heißt. Und genau falsch gemacht. Und damit können Sie auch schon spazieren fahren hier. Wow! Also, das ist natürlich ein bisschen spaßiger als Radfahren hier mit diesem. Over in Paris, the latest fashions are on the runway for next spring. But there was a problem out there today. One of the British designers' shows had a difficulty. A model fell down twice. That's her going down once. The young woman wearing that pink skirt and the orange platform shoes never quite recovered after that. There she goes again. That had to hurt. That was uncool. That's embarrassing. This is at least the second time. Well, you all are just really tickled by that, aren't you? You try walking in those shoes. Hey, first of all, baby, I got enough meat on me that it's all right. George. I'm sorry. Come on. We want to apologize. Hold on, hold on. Haben Dokumente, die Sie in einer Situation zeigen. Das glauben Sie nicht. Fangen wir damit mal an. Was war das denn? Das WCT-Turnier in Dallas. Die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6 zu 4, 1 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43, Zusatzzahl 46. Verzeihung, die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Faith, waren wir gleich bei heißen Lutschen genug? Nein. Just you know why. Just you know why. Why you and I. Why you and I. Just you know why. Why you and I. Panda. بيت قال لهاش لا. مرة خير يا استاذ طفي. يلا يلا عشان الفطور. جايبه لك النهارده سندوتشات جبنه. لا والله ماليش نفس. Just you know why. Just you know why. Why you and I. Why you and I. Will buy and buy. باندا ما يتقلهاش لا. قلت لك موتزاريلا باندا يا عبد العزيز. الاوردر ما فيهوش جبنه. Just you know why. والله هو. باندا ما يتقلهاش لا. ايه ده؟ ما تيجي نجيب باندا يا بابا. يا ابني ده يا ابني ما جبنا حاجات كتير. Just you know why. Just you know why. Why you and I. Why you and I. Will buy and. باندا ما يتقلهاش لا. بابا مش هنجيب باندا يا بابا. Just you know why. Just you know why. Why you and I. Why you and I. هتاخد كمان.
باندا ما يتقلهاش لا. Woran hat's gelegen? Ja, gut, woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran hat's gelegen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran es gelegen hat. Ich sag immer, woran es gelegen hat, weiß ich immer. Woran hat es gelegen? Na gut, ich sag mal so, woran hat es gelegen? Da sagt man nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat es gelegen und fragt man sich immer, woran es gelegen hat. Ist so. Mein neuer Joghurt ist deutlich anders. Ich nehme Activate schon seit 2 Wochen und es hat meine Verdauung toll angeregt. Ich muss dauernd auf Toilette, ich muss dauernd pupen. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich das in der Öffentlichkeit ist? Anders als herkömmlicher Joghurt lässt Activia viel mehr Methangase in den Darm gelangen und sorgt so für einen stetig frischen Wind in der Unterhose. Aber Sie sollten jetzt lieber in Deckung gehen. Ich glaube, da kommt noch was. Und schöne Nase zu halten. 04, was hoffen Sie sich von dieser Saison für Schalke? Hm? Was erhoffen Sie sich in dieser Saison von Schalke? Super. Echt super. Wo glauben Sie, landen Sie denn? Auf welchem Platz? Oh. Ja. Ist alle. Okay, danke schön. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Genau, Deutschländer von Maika. Weil da von den beliebtesten Würstchen Deutschlands das Beste zusammenkommt. Probier mal. Die sind knackig wie Deutschländer. Würzig wie Deutschländer. Und zart wie Deutschländer. Und darum heißen die Frankfurter Bockwürstchen. Wiener von Frankfurt. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Als Maul. Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Meister, warum heißen Deutschländer eigentlich Deutschländer? Keine Ahnung. Meister. Jetzt halt doch die Fresse! Man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach und ja. Im Prozess um die Anschläge vom 11. September hat der Marokkaner Motas Sadek enge Kontakte zu allen Mitgliedern der Hamburger Terrorzelle eingeräumt. Am zweiten Verhandlungstag vor dem Hamburger Oberlandesgericht betonte der Angeklagte, es habe sich um normale Freundschaften gehandelt. Allerdings gestand er ein, Überweisungen für die Gruppe ausgeführt zu haben. Der Weg, den ich auf den Gedanken und zu dir, denn dort wartest du, kein Glück bei dich. Weiter. Und die Reparaturkosten für die Heizung, für die Waschmaschine, die schicke ich Ihnen zu. Sind Sie jetzt fertig? Aber er kriegt hier ja keinen rein in diesen Stall. Ist doch froh, dass er so wohl wie hier drin wohnt hat. Der Sauerwald ist doch ausgezogen. Sein ja. Vater sagte, es geht doch gar nicht mehr mit dem Volk. Ja, mit ich, Ihnen, weil ja, Sie immer am Rumschreien sind, so Frau Fischer. Sie sind so dreckig. Was? Sie stehen vor Dreck, sie scheißen sich doch selbst in der Hose. Alles, also hast du jetzt die Wohnung. Die Rechnung für die Waschmaschine, die zahlen Sie. Habe ich nun 3 Wünsche frei? Ich heiße Marvin. Oh, ehrwürdiger Marvin, gewährst du mir nun meine Wünsche? Ich heiße Marvin. Ja, das hast du schon gesagt. Ich heiße Marvin. Bekomme ich jetzt meine Wünsche oder nicht? Ich heiße Marvin. Du nervst mich langsam ein bisschen. Ich heiße Marvin. Wehe, du sagst das noch einmal! Ich heiße Marvin. Du kannst mich mal am... Ich heiße Marvin.